Lebensabschnitt ist beendet. Entlassen aus der Schule. Entlassen aus einer doch irgendwie geliebten Gemeinschaft. Vielleicht fühlen Sie es jetzt noch nicht so deutlich wie später in der Erinnerung, dass es trotz der Ängste um die Zensuren nie wieder eine solche Geborgenheit außerhalb des Elternhauses gibt, wie in der Lerngemeinschaft der Schule, deren Pforte sich hinter Ihnen geschlossen hat. Der Eintritt in die Arbeitsgemeinschaft mit den Älteren wird dem nachdenklichen Scheinen wie der ungewisse Tagesablauf am frühen Morgen. So viel eigenes Hoffen und Wollen, gefördert oder gehemmt durch Begabung und Charakter, beeinflusst durch Erziehung und die Umwelt, aus der sie kommen. Noch ganz kindlich und verspielt die einen und frühreif die anderen. Aber alle brauchen eines, verständnisvolles Entgegenkommen. Gib doch mal her, ich möchte auch mitspielen. Ja, nimm du den Wagen. Manfred, was soll denn das? Mach, dass du zu deiner Arbeit kommst. Ja, ich fahr ja schon. Manfred, kommst du bald wieder? Kindchen, gib mir doch mein Auto wieder. Gesehen, ganz ordentliche Biene. Diese Feierstunde, liebe Eltern und liebe Jungen, sollte uns zum ersten Mal zusammenführen, um uns kennenzulernen. Ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Abriss gegeben von dem schönen, aber auch schweren Beruf des Eisenbahners. Ihr Jungen tretet nun heraus aus eurer Kindheit in euer Berufsleben. Ihr werdet Eisenbahner. Ihr kommt aus unterschiedlichen häuslichen Verhältnissen. Und ihr selbst seid, jeder für sich, voneinander verschieden. Doch eines wird euch zusammenführen, die Gemeinschaft des Berufes. Und nun, liebe Eltern, will ich Sie mit den Dienststellenleitern und dem Amtslehrer bekannt machen, denen Sie Ihre Jungen zur Ausbildung anvertrauen sollen. Ich bin überrascht, dass er so gut besucht war. Es war ganz richtig, Herr Oberrat, dass die kleine Feierstunde an den verschiedenen Orten mit größeren Dienststellen angesetzt war, damit die Eltern nicht so weite Anreisewege hatten. Und richtig war es auch, die Feier auf den frühen Abend zu legen, damit auch die berufstätigen Väter und Mütter daran teilnehmen konnten. Gerade der enge Kontakt zu den Eltern schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir auch den Jungen menschlich näher kommen können. Wir haben eine große Verpflichtung gegenüber den Eltern und den jungen Menschen übernommen. In den ersten Tagen und Wochen kommt es entscheidend darauf an, wie wir das persönliche Verhältnis zwischen den Jungen und uns gestalten. Hey, du! Was machst denn, du Lausebengel, hier zwischen den Gleisen? Komm mal her! Was willst du hier? Wie heißt du? Ich heiße Hans Nierf und bin Jungwerker hier auf dem Bahnhof. Ach so, Jungwerker? Na ja, dann geh mal los. Wieder einer, auf den man aufpassen muss. Als wenn man nicht sowieso schon genug zu tun hätte. Welch schöne Worte hatte Heinz Niehoff bei der Begrüßungsfeier gehört und geglaubt. Muss nicht eine Welt in ihm zusammenbrechen? Könnte es nicht anders sein? Herein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schröter, hier bringe ich Ihnen zwei funkelnagelneue Eisenbahner. Aha, na, das ist ja nett.
Dies ist der Jungwerker Walter Karsten. Morgen, Walter Karsten. Und das ist Hans Niehoff. Guten Morgen, Hans Niehoff. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Das ist fein, dass ihr da seid. Herr Pollmann wird sich nun um eure Ausbildung insbesondere kümmern. Er wird euch zunächst den Bahnhof zeigen, damit ihr euch mit eurer Arbeitsstelle vertraut macht. Im Übrigen werden wir ja noch häufiger Gelegenheit haben, zusammen zu sprechen. Und wenn ihr einen Wunsch habt, dann kommt zu mir. Halt! Niemals über die Gleise gehen, immer erst stehen bleiben. Und dann nach links und dann nach rechts schauen, ob sich im Gleis auch kein Fahrzeug nähert. Es kommt nichts, jetzt können wir gehen. Morgen, Bruno. Guten Morgen. Guten Morgen. Die beiden Kollegen möchten sich gern von hier oben mal den Bahnhof ansehen. Ihr könnt euch ruhig mal bei uns hier umsehen. Das ist Walter Karsten und das ist Hans Niehoff. Weiß nicht. Na, dann seht euch den Betrieb hier oben mal an. Kommt mal mit, Jungs. So, Fenster. Der 3.15 kann jetzt rein. Jawohl, der 3.15. Also das hier sind die durchgehenden Ferngeleise, rechts und links die Bahnhofsgeleise. Ja, die. Und dort die Hauptsignale. Aha. Hin und zurück. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du denn da? Na, sauber. Wie lange machst du denn das schon? Ein bisschen länger als eine Woche. Na, dann mach mal weiter. Putzfrau zur Kur. Das ist doch kein Grund, den Jungen wochenlang die Diensträume sauber machen zu lassen. Hören Sie mal zu, Herr Meinecke. Die Jungen sind nicht bei uns, um als Lückenbüßer überall hingeschubst zu werden. Sie sollen ausgebildet werden, aber nicht als Putzfrau. Aber davon ist doch gar nicht die Rede. Natürlich sollen sie überall mit zupacken, auch wenn sie mal ausfegen. Das schadet ihnen gar nichts. Denken Sie doch einmal daran, dass man den Jungen nicht die Freude an der Arbeit nehmen darf. Ja, man muss sie immer in einem guten Verhältnis zur Arbeit halten. Frühstück! Aber wieder Spaß heute. Kommt wenigstens der Frost aus dem Knochen. Na, schenk ein. Hab ordentlich und Durst. Bitte? Nimm, jetzt nicht später. Hier, nimm. Nein, danke. Eine Zigarette. Nein. Du hörst doch jetzt zu uns. Ein richtiger Kerl, der raucht doch. Nein, rauch danke. Doch. Ich rauche doch. Nimm doch schon eine Zigarette. Ach du, da habe ich gestern einen Witz gehört. Los, Otto. Ja, da kommt doch ein Mann um 3 Uhr nachts nach Hause und sieht durchs Schlüsselloch. Und was meinst du, was er gesehen hat? Ja. Fritz, komm mal mit. Und? Was hat er denn gesehen? Männer, ich habe euch doch gesagt, dass wir auf die Jungs Rücksicht nehmen wollen. Erzählt eure Witze, wenn ihr allein seid. Und wenn einer nicht rauchen will, dann lässt er es eben. Bahnhof Kempel, Falk, Zugmeldung, Zug 7154 ab 8. Richtig. So, nun komm. Jetzt leg du mal die Weiche 24 um. Du bist doch ein fixer Junge, ne? Mhm.
Also das verstehe ich nicht. Wie bist du bloß auf die Idee gekommen, heute noch zur Eisenbahn zu gehen? Weil ich dazu große Lust hatte. Die wird dir noch vergehen. Kein Festtag, kein Sonntag, Tag- und Nachtdienst. Und dann noch das wenige Geld. Da drüben, da kannst du gleich einen Haufen Geld verdienen. Und ohne alle Nase lang eine Probearbeit. Aber hier. Leichtfertig dahingesagte Worte eines unzufriedenen und deshalb ungeeigneten Ausbilders. Vielleicht gar nicht ernst gemeint, Ausdruck einer verärgerten Stimmung. Sie wirken aber wie der Samen des Unkrauts in den Jungen und verderben leicht auf immer gute Ansätze und Absichten. Moin, Schröder. Moin, Meister. Na, haben Sie es bald? Ja, bis Mittag sind wir fertig. Schön. Moin. Bleib sitzen, mein Junge. Na, Eberhard, du studierst ja schon Maschinenbau. Das ist wohl doch noch ein bisschen zu hoch für dich. Du musst ja schon so genug lernen. Das da spare dir für später auf. Ich zeige dir draußen am Wagen den Lastwechselhebel. Da ist er eingezeichnet. So etwas musst du vom technischen Wagendienst wissen. Entladen, beladen. So. Und nun wieder in die Stellung. Entladen, zurück. Gut so. Mensch da. Das muss man allein machen, verdammt. Hey, du da. Du bist doch Eisenbahner und arbeitest bei den Postern. Das habe ich gern. Die da drüben haben doch gesagt, euch hier ausladen helfen. Na komm schon. Vorsicht. Ja, noch nicht fertig. Auch das noch nicht fertig. So, nun hau ab mit deiner Kiste. Kümmert euch mal lieber um eure Jungwerker. Das ist mir eine schöne Ausbildung. Den Jungen allein rauszuschicken und selber mit dem faulen Hintern am warmen Ofen zu bleiben. Und den von hinten. 42. Ach, Mann verloren. 78 ohne 2, Spiel 3, Matthias 36. Kommt da nicht einer? Ach, quatsch doch nicht immer, es kommt einer. Aber es könnte doch mal einer kommen. Ach, Quatsch. Warum soll jetzt plötzlich einer kommen? Kümmert sich da sonst keiner um uns. Und wenn man mal fragt, warum ist das so und nicht anders, dann sagen sie, das hat mir auch keiner gesagt. Steck deine Nase in die Vorschriften. Anregende Lektüre, sehr interessant. 18, ja. 20, ja. 2... Wie wurde doch bei der Einführungsfeier gesagt? Besonders ausgewählte Ausbilder werden um ihre Söhne bemüht sein und dafür sorgen, dass die Ausbildung so lebendig wie möglich gestaltet wird. Raus mit der Zicke! Das war's für Papa. So, los, jetzt scharf nachwaschen. Das ist doch wieder unvernünftig. Du hebst dir noch mal einen Bruch. Die anderen sagen nie etwas. Immer nur sie. Mir ist es eben nicht gleichgültig, ob du dir bei uns einen Knacks fürs ganze Leben holst.
der Kerl auf seinen Ohren? Ja, hörst du denn gar nicht? Du kannst gehen. Wiedersehen. Na, die werde ich mir kaufen, den Jungen ohne Aufsicht hinauszuschicken und ohne ihm die einfachsten Hinweise auf die Unfallverhütung zu geben. Man darf gar nicht dran denken, was alles hätte passieren können. Sag mal, ah. Ah. So, und jetzt tief einatmen. Ausatmen, nicht atmen. Alles in Ordnung. Herz-OB. Herz-OB. Du kannst dich wieder anziehen. Ja. Damit haben wir nun alle Jungs untersucht, Herr Doktor. Ja, der Gesundheitszustand ist an sich zufriedenstellend. Erstaunlich ist allerdings der große Unterschied im Entwicklungsgrad der Jungen. Und darin liegt auch die Ursache für manche Schwierigkeiten, die Sie mal mit dem einen oder anderen Jungen haben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich bei derartigen Vorkommnissen mit einschalten würden. Aber sicher, Herr Doktor. Denn wir haben ja mit dieser Untersuchung von uns aus bereits den Anfang gemacht. Es ist doch wohl keiner dabei, der vom Sport befreit werden müsste. Aber nein, ganz im Gegenteil. Sind doch alles ganz prächtige Jungs. Ja, sicher. Kommt jetzt der Triebwagen? Ja. Und wann fährt er wieder zurück nach Minden? 21.05 Uhr. Danke. Bitte. Hier und hier, darauf musst du immer achten. Raus aus dem Gleis. So, mein Junge, du stell mal die Fahrstraße ein. Da musst du erstmal die Weiche 21 nehmen, da musst du die Weiche 22 umlegen. So, nun den Hemmschuh auflegen. Muss aufpassen auf die Wagen. So, schön gleich. So sind die Jungen, die zu uns kommen. Und es wäre so leicht zu erreichen, dass aus allen gute Eisenbahner werden, wenn wir uns immer bewusst sind, dass diese jungen Menschen von uns Älteren so angesprochen werden möchten, wie unsere Söhne bei uns zu Hause. Und wie eine Familie in ihren gesunden Kindern weiterlebt, wird auch die Eisenbahn leben, wenn wir uns alle bemühen, den Nachwuchs richtig zu leiten. Ein erfülltes Berufsleben hat nur der, der überzeugt ist, dass er seine Arbeit einem tüchtigen Nachfolger übergeben kann.